Ja, hallo und willkommen hier zur achten Folge Supremacy 1914 auf der 100er Karte mit Turkestan. Wir haben Tag Nummer 7 und wir stehen auf Platz 4 mit 60 Siegpunkten. Knapp hinter unserem Verbündeten und auch knapp vor den karibischen Inseln. Ja, was ist jetzt über Nacht passiert? Wir haben Russland fast komplett eingenommen. Hier ist nur noch die eine kleine Ölprovinz im Norden übrig. Die wird jetzt wahrscheinlich aber an das andere Russland fallen. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wie ihr auch schon seht, werden wir da auch gleich angreifen, beziehungsweise habe ich den Angriff jetzt schon in Bewegung gesetzt. Wir verlegen unsere Truppen schon ran. Das hat jetzt einfach den Grund, dass ich mir das jetzt nicht gefallen lasse, dass hier das kommunistische Russland einfach in Russland einmarschiert ist und uns die ganzen Provinzen weggeschnappt hat, wo wir die ganze Arbeit jetzt geleistet haben. Das nehmen wir natürlich nicht in Kauf, deswegen geht es gleich weiter mit dem Krieg. Unsere Truppen haben ja noch eine relativ gute Moral mit hier so um die 80%. Das sollte auf jeden Fall noch ausreichen. Ich gehe mal auch davon aus, dass hier beim kommunistischen Russland nicht mehr so viel sein wird. Die haben jetzt einige schwere Kämpfe hinter sich gehabt. Und ich denke einfach mal, beziehungsweise spekuliere darauf, dass wir denen jetzt überlegen sind. Wir haben ja schon eine recht gute Armee mit 151.000 Mann. Darunter sind ja auch ein paar Panzerwagen und ein paar Kavallerieeinheiten. Von daher sollte das auf jeden Fall passen. Ich versuche jetzt auch hier die 7. Armee von Russland direkt abzufangen, noch auf unserem Gebiet, damit die sich gar nicht hier vereinen können. Und genau, das ist jetzt ein bisschen der Plan. Und dann sollten wir hier auch ordentlich Territorium dazu kriegen, wenn wir mal gucken. Das sind 18 Provinzen mit unseren 29, die wir haben, wären das dann gute 47 Provinzen. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark. Gerade in Anbetracht dessen, dass es ja dann morgen auf die Fabriken zugeht. Da müssen wir uns jetzt auch mal so ein paar Gedanken machen, wie wir das am besten machen. Weil wir haben auch noch ein leichtes Energie- oder ein leichtes Energiedefizit. Wir könnten zwar, sehe ich gerade hier noch ein bisschen nachjustieren. Ich würde aber Gas auf jeden Fall im Plus lassen, einfach um dann recht schnell auch Ballons in größerer Anzahl bauen zu können, um da dann eine entsprechende Luftabwehr zu haben. Genau, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir die Fabriken hinbauen. Also ich würde definitiv eine hier in die Getreideprovinzen setzen. Das würde ich auch direkt mal in Auftrag geben. Ich würde auch, denke ich mal, an Tag 1 dann drei Fabriken bauen. Ich denke, das sollte erstmal klappen. Mit unseren Ressourcen sollte das auch funktionieren. Und drei Fabriken ab Tag 10 kann man eigentlich dann, wenn wir hier noch relativ erfolgreich sind, auch eigentlich gut bestücken mit Aufträgen. Das sollte passen. Da können wir nämlich direkt, dann haben wir an Tag 12 bzw. 13 dann auch direkt unsere drei Artillerieeinheiten. Das sollte auf jeden Fall uns gut unterstützen. Und dann würde ich jetzt hier die Fabrik auch noch in Auftrag geben. Und dann könnte man überlegen, ob wir hier vielleicht sogar noch eine Eisenbahn in Auftrag geben. Das ist allerdings 5.000 Holz. Das ist so ein bisschen doof. Können wir noch ein bisschen Öl verkaufen? Was sagt denn der Ölpreis gerade? Naja, 4,3 ist jetzt nicht so berauschend. Aber hier der Preis ist auch nicht so hoch. Würde ich sagen, machen wir das noch. Dann haben wir 7.000. Ja, das sollte passen. Dann können wir hier noch eine Eisenbahn in Auftrag geben. Ach so, nee, dann brauchen wir ja noch. Okay, nee, da würde ich noch warten. Das können wir doch nicht machen. Das können wir doch nicht machen. Wir können höchstens mal gucken, dass wir hier vielleicht noch mal ein kleines Verkaufsangebot reinstellen. Und da dann mal. Und damit dann 5,4. Und damit dann noch ein bisschen Geld bekommen. Ich denke, das sollte funktionieren. So, wie viel können wir verkaufen? Wir haben dann, stellen wir einfach mal 7.000 rein. Ich mache mal gerne krumme Zahlen, weil das immer ein bisschen mehr nach KI aussieht. Ach so, ja, falsche Seite. Erstmal noch auf Öl umstellen. Und dann machen wir mal 6.852. Und da sollte das auch passen, sollten wir, wenn wir das verkaufen, können wir dann auf jeden Fall auch gut
unsere Eisenbahn noch in Auftrag geben, dann haben wir hier zwei Stück erstmal, die dann auf jeden Fall uns die Produktion verbessern. Ich werde das auch auf jeden Fall dann in der Kohleprovinz hier dann bauen, damit wir da dann bei der Energie auch auf jeden Fall einen guten Überschuss an Kohle haben. Gut, ansonsten können wir noch mal ein bisschen auf unsere Verbündeten gucken. SGK jetzt hier auf jeden Fall im Vorpreschen, so, da war das Wort gerade kurz weg, hat ja auch schon beachtliche Armeen, das muss man wirklich sagen. Also der hat ja 14 Kavallerieeinheiten. Der scheint auf jeden Fall keinen Nahrungsmangel zu haben. Hat hier auch die Provinzen schon mit Eisenbahn bestückt. Also das ist sportlich. Dafür, dass er wie viele Provinzen hat? 16? 12 weniger als wir? Ist das auf jeden Fall eine beachtliche Leistung hier mit jeder Menge. Können wir ja mal gucken, wie sieht denn das hier aus bei ihm? So, Zähne müssen wir abziehen. 137, das ist ordentlich. Also für Tag 10 ist das ordentlich. Wenn man gerade mal bei uns die Lage ansieht, wir sind ja doch schon ein bisschen erfolgreicher. Haben schon deutlich mehr eingenommen, haben aber bei weitem nicht so viele Truppen. Ich meine, gut, wir haben viel Nahrungsmangel, das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber das ist sportlich. Gerade mit den Eisenbahnen und so. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Also ja, gut, er hat hier eine doppelte Holz. Hat jetzt hier aber, nee. Naja, gut, also das ist, hat er auf jeden Fall gut gelöst. Ja, ansonsten, Aquila hier auch gut im Vorpreschen, hat jetzt hier einen Zwei-Fronten-Krieg, sollte er aber, denke ich mal, auf jeden Fall hinbekommen. Ja, hier, Britisch-Bengal hat hier auf jeden Fall sehr, sehr wenig Truppen nur noch. Hatte hier auch schwere Kämpfe hinter sich, wird jetzt natürlich von hinten überrannt, das ist nicht so optimal gelaufen. Ansonsten wird er dann wahrscheinlich auch direkt hier britische Madras einnehmen können. Dann hat Aquila auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Start erwischt. Allgemein, wir drei haben einen sehr guten Start erwischt. Haben uns jetzt hier auf jeden Fall in Zentralasien als vorherrschende Macht etabliert. Und können damit hoffentlich auf ein gutes Midgame hinzusteuern. Ja, ansonsten Europa. Auch noch recht inaktiv. Spanien jetzt fast Frankreich besiegt. Hier ist noch eine Provinz übrig. Ungarn scheint inaktiv zu sein. Hier passiert jetzt schon seit einigen Tagen nichts mehr. In Amerika wird sich wahrscheinlich Russland-Kanada die Koalition durchsetzen. Wird dann wahrscheinlich auch bald auf die andere Koalition im Süden treffen. Das wird auch auf jeden Fall nochmal eine spannende Geschichte, wie das jetzt ausgeht. Die karibischen Inseln hier in Zentralamerika sind sehr erfolgreich, sind auch verbündet. Und Australien noch komplett zerfallen. Und in Asien sieht es auch noch nicht so viel verändert aus. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.